In diesem Video hier habe ich euch gezeigt, wie am Karlsruher Institut für Technologie daran geforscht wird, CO2 aus der Luft zu saugen, um daraus E-Fuels zu machen. Das passiert in einem der 4 Copernicus-Projekte Power2X, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert werden. Dieses Video hier ist quasi der 2. Teil dieser kleinen Serie, denn es geht um das Copernicus-Projekt Synergie. Die Ausgangssituation ist hier eine ganz ähnliche. Die Stromproduktion von erneuerbaren Energien schwankt. Nachts scheint die Sonne nicht und manchmal weht eben einfach kein Wind. Andersherum gibt es Tage, an denen wir mehr Sonne und Wind bekommen, als uns gerade lieb ist. Wir wissen gar nicht, wohin mit all dem Strom. Beides ist problematisch, denn unser Stromnetz ist darauf ausgelegt, dass immer genau so viel Strom produziert wird, wie auch verbraucht wird. Passiert das nicht, dann kann sich die Frequenz des Stromnetzes verändern oder das Netz bricht im schlimmsten Fall sogar komplett zusammen. Es droht der Blackout. Aber hier kommt eine spannende Idee ins Spiel. Wenn wir schon nicht die Erzeugung des Stroms kontrollieren können, wieso versuchen wir dann nicht, den Verbrauch zu steuern? Das klingt im ersten Moment vielleicht total banal, ist es aber überhaupt nicht. Denn eigentlich war es bisher immer genau andersherum. Wir haben verbraucht, was wir nun mal verbraucht haben, und die Stromerzeugung, meist in Form von Gas- oder Kohlekraftwerken, musste entsprechend zu- oder abgeschaltet werden. Was nun versucht wird, ist ein Paradigmenwechsel. Wir versuchen, unsere Nachfrage zu flexibilisieren. Wie wir das hinkriegen könnten und wie man so ein riesiges Projekt genau umsetzt, das will ich heute herausfinden. Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Dr. Watson. Unsere Idee ist, wir flexibilisieren die Großindustrie. Das heißt, dann zu produzieren, wenn der Strom sehr günstig ist, um den Verbrauch zu steuern. Okay. Verbrauch anpassen, schön und gut, aber heißt das, wir müssen alle das Licht ausmachen, wenn nachts der Wind aufhört zu wehen? Nein. Private Haushalte können auch ihren Teil dazu beitragen, aber knapp die Hälfte des Stroms in Deutschland wird tatsächlich von der Industrie verbraucht. Hier liegt ein riesiges, bisher ungenutztes Potenzial. Das Projekt Synergie hat sich deswegen angeschaut, wo in der Industrie am meisten Strom verbraucht wird und wie man diesen Verbrauch steuern kann. Wenn man es hier schafft, sich an die Stromerzeugung anzupassen, dann kann das Stromnetz trotz der schwankenden Einspeisung durch erneuerbare Energien stabilisiert werden. Und das, so hofft man, soll sich am Ende für alle lohnen. Für die Gesellschaft, weil unser Strom grüner wird, für die Netzbetreiber, weil die schwankende Produktion aufgefangen wird und auch für die Industrie selber, wenn der Strom günstiger eingekauft werden kann oder Flexibilität als Dienstleistung verkauft wird. Die Idee ist eigentlich ganz simpel. Wenn viel Strom da ist, dann kann die Produktion hochgefahren werden und wenn die Sonne gerade nicht scheint oder kein Wind weht, dann fährt die Produktion entsprechend herunter. Das spart CO2 und Geld. Deswegen arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammen mit Industrieunternehmen an Technologien, mit denen man flexibel mehr oder weniger Strom verbrauchen kann, ebenso wie es gerade nötig ist. Aber machen Unternehmen das überhaupt mit? Ist es nicht viel zu aufwendig, den Output der Fabrik ständig zu erhöhen oder zu verringern, je nachdem, wie gerade der Wind weht? Das habe ich mal Dennis Bauer gefragt, der ist der Projektkoordinator von Synergie. Bisher allerdings war die Industrie sehr stark darauf ausgerichtet, immer einen effizienten Betriebspunkt zu fahren. Das heißt, Prozesse wurden kontinuierlich an einem Betriebspunkt betrieben, es wurde nicht davon abgewichen. Allerdings mit diesen schwankenden Strompreisen und eben insbesondere dann, wenn die Strompreise sehr günstig sind, kann es für die Industrie auch sehr sinnvoll sein, diese vermeintlich ineffizienten Betriebszustände gezielt auszunutzen. Das heißt, dann zu produzieren, wenn der Strom sehr günstig ist. Und der Strom ist natürlich dann besonders günstig, wenn gerade viele erneuerbare Energien im Netz sind, also ob der Strom besonders grün ist. Auf diese Weise können Unternehmen Geld sparen und etwas für die Umwelt tun, weil mehr grüner Strom verbraucht wird und man seltener konventionelle Kraftwerke dazuschalten muss. Dazu muss man auch sagen, dass die Strompreise für die Industrie viel stärker schwanken als für uns Verbraucher. Und bei den Mengen, die da teilweise verbraucht werden, stehen am Ende des Monats richtig große Summen auf der Stromrechnung. Da gibt es zum Beispiel Trimet. Das Unternehmen stellt Aluminium her und verbraucht ca. 1,6% des gesamten Stroms in Deutschland. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ungefähr so viel wie der Stromverbrauch der Stadt Essen, wo das Unternehmen sitzt, mit allen knapp 600.000 Einwohnern und einschließlich aller anderen Industrie- und Gewerbebetriebe. Trimet hat einige ihrer Elektrolyseöfen so umgebaut, dass sie für eine kurze Zeit überschüssige Leistung aus dem Stromnetz aufnehmen können. Sie werden also quasi wie eine Batterie aufgeladen. Danach kann die elektrische Leistung der Öfen für einen ähnlich langen Zeitraum wieder reduziert werden. Die virtuelle Batterie gibt also wieder Strom an das Netz zurück, weil weniger Strom verbraucht wird als normalerweise. Die Energie, die hier gespeichert werden kann, entspricht ganz grob 20.000 Elektroautos, ist also nicht zu unterschätzen.
Ein anderes Beispiel ist die sogenannte kryogene Luftzerlegung. Die Firma Linde erforscht gerade, wie man die Produktion von Flüssiggasen flexibilisieren kann. Hierfür werden ca. 300 Megawatt Leistung benötigt, die man dem Stromnetz als Spielraum für Lastspitzen zur Verfügung stellen kann. Dabei sollen die Produkttanks als Puffer genutzt werden. Noch größer ist das Potenzial bei der Luftzerlegung vor Ort, zum Beispiel bei Stahlwerken. Wenn man auch diese flexibilisiert, dann könnte man sogar noch einmal doppelt so viel erreichen. Und das sind nur zwei Beispiele gewesen. Viele Industrien lassen sich grundsätzlich flexibilisieren, zum Beispiel die Chemieindustrie, die Papierherstellung oder auch das Kunststoffspritzgießen. Und die wenigen, die nicht flexibilisiert werden können, sind auch kein Problem. Aber jedes bisschen, das wir rausholen können, hilft unserem Stromnetz und ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Energiewende. Wie groß ist dieser Schritt? Das kann man über das sogenannte Flexibilitätspotenzial erahnen. Dieses gibt an, wie viel Spielraum wir mit der Flexibilisierung der Industrie sowohl nach oben als auch nach unten erreichen könnten. Und das sind nach aktuellen Schätzungen des Projekts das Äquivalent von bis zu 5 durchschnittlichen Braunkohlekraftwerken. Okay, das klingt ja an und für sich alles super vielversprechend. Aber was muss denn noch alles passieren, um das auch wirklich zu erreichen? Aktuell wird ja in einigen Unternehmen aktiv geforscht, aber Flexibilisierung ist, glaube ich, für die allermeisten noch gar kein Begriff. Erstmal müssen noch viele Technologien erforscht und getestet und installiert werden. Die flexibilisierten Elektrolyseöfen von Trimet sind zum Beispiel für einige Millionen Euro umgebaut worden und benutzen jetzt eine komplizierte Magnetkompensation, die es so vorher einfach noch gar nicht gab. Das ist eine mega coole Innovation, aber eben auch eine Investition. Es ist also ein langer Prozess, wirklich mehrere Branchen zu flexibilisieren. Auch sollte man die soziale Seite nicht außer Acht lassen. Wenn sich Dinge im gewohnten Arbeitsumfeld verändern, Prozesse anders gefahren werden oder es sogar ganz neue Tätigkeiten gibt, dann wird dabei von den Leuten eine gewisse Akzeptanz abverlangt. Es ist wichtig, dass für diese Veränderungen Verständnis da ist. Und dann gibt es dann noch die ökonomische Seite. Die Industrie wird aktuell dafür belohnt, Prozesse kontinuierlich zu fahren. Das heißt, der Stromverbrauch sieht ungefähr so aus, nämlich immer gleichmäßig. Damit Flexibilität aber großflächig bereitgestellt wird und viele Unternehmen diese bereitstellen, ist es notwendig, diesen volatilen Zustand, also diese sich ändernden Betriebszustände, auch wirklich zu fördern und die Unternehmen dafür zu belohnen, diese Flexibilität nicht nur anzubieten, sondern auch wirklich dann einzusetzen. Konkret bedeutet das, dass man einige Gesetze anpassen müsste, um nicht mehr eine konstante, sondern eine flexible Stromnachfrage zu belohnen. Die meisten Unternehmen werden erst dann mitmachen, wenn es sich auch wirtschaftlich rechnet. Eine zentrale Rolle spielen dann sogenannte Aggregatoren. Diese bündeln die Flexibilität mehrerer kleiner Unternehmen und Betriebe und bieten diese als Paket an. Käufer sind die Netzbetreiber, die sich für einzelne Unternehmen wahrscheinlich nicht interessieren würden. Denn aktuell gilt leider noch, nur wer viel Flexibilität anbietet, ist auch interessant. Und um mir mal anzuschauen, wie das Ganze genau funktioniert, bin ich nach München zu einem sogenannten Flexibilitätsvermarkter gefahren. Wir hatten eine Situation Mitte Dezember 2018. Es war draußen kalt und wir hatten Frühnebel. Aufgrund von dem Frühnebel hatten wir wenige Erzeugung aus Solaranlagen. Und wir mussten da relativ schnell darauf reagieren. Die Übertragungsnetzbetreiber hatten am Vormittag nahezu die gesamte Regelenergie aktiviert, also das, was sie im Notfall machen, und die war aufgebraucht. Und dann kamen auch schon um 10 Uhr etwa morgens die Anrufe bei uns und wir haben das an dem Bildschirm nachverfolgen können, die Situation, wie kritisch die war, dass das Stromnetz, wenn wir nicht eingegriffen hätten, gegebenenfalls zusammengebrochen wäre. Dazu ist es nicht gekommen, weil wir eben die Industrieanlagen steuern konnten, abschalten konnten und so hatten wir die Situation am Nachmittag großteils wieder stabil. Für diese Abschaltung und generell die Bereitstellung der Flexibilität bekommen die Unternehmen Geld. Denn wenn das Stromnetz im Dezember 2018 zusammengebrochen wäre, dann wäre der Schaden für die Übertragungsnetzbetreiber und auch die komplette Region noch viel größer gewesen. Licht, Kühlschrank, Internet- und Handyempfang, ohne Strom geht im 21. Jahrhundert nicht mehr viel. Eine weitere Aufgabe von Aggregatoren ist deshalb eine Art Versicherung. Wenn Unternehmen gerade mal nicht flexibel sein können, dann springen Aggregatoren ein und stellen diese Flexibilität ersatzweise von anderen Unternehmen zur Verfügung. Aktuell lohnt sich das alles aber gerade für kleine Unternehmen noch nicht so wirklich. Wie gesagt, müsste die Gesetzgebung dann noch etwas tun. Die größte Hürde, die wir haben, ist, dass die Politik bei Flexibilisierung hauptsächlich an Erzeugung denkt. Und gar nicht an Industrielasten und Lastmanagement, was wir machen. Dabei ist es aber so, neue Gaskraftwerke müssen erstmal gebaut werden, kostet Investitionen und Genehmigungsprozesse. Die Industrielasten, die sind schon da. Außerdem stehen die Industrielasten in den Verbrauchszentren. Die stehen direkt, werden nicht auf dem freien Feld irgendwo gebaut. Wir brauchen keinen Netzausbau. Und die letzte Sache, wenn wir die Industrie, den Verbrauch reduzieren,
dann senken wir ja auch die CO2-Emissionen, anders als wenn wir fossile Kraftwerke hochfahren. In Zukunft könnte es sogar einen Marktplatz geben, an dem alle Flexibilität handeln können. Große Industrieunternehmen, aber auch kleine Betriebe und sogar Haushalte. Damit so ein Flexibilitätsmarkt entstehen kann, zumindest sobald der rechtliche Rahmen dafür geschaffen ist, testet das Projekt Synergie diesen Markt schon mal in der Praxis, und zwar in Augsburg. Bis 2022 soll hier der erste groß angelegte Test stattfinden, bei dem 5 Unternehmen ihre Flexibilität den örtlichen Netzbetreibern zur Verfügung stellen. Okay. Erneuerbare Energien schwanken, aber das muss kein Problem sein, wenn die Industrie hilft, das Netz zu stabilisieren. Dazu braucht es einen digitalisierten Markt, auf dem Flexibilität angeboten und nachgefragt werden kann. In einem ersten Schritt ist das vor allem für Unternehmen interessant, die einen extrem hohen Strombedarf haben. Ist der Handel mit Flexibilität allerdings erfolgreich, dann könnten auch kleine Unternehmen und sogar Haushalte an diesem Flexmarkt teilnehmen. Wir bewegen uns mit großen Schritten auf eine nachhaltige, flexible und dezentrale Energieversorgung zu. Und davon profitieren wir am Ende alle. Habt ihr Ideen, was man noch alles flexibel gestalten könnte? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare und lasst uns darüber diskutieren. Vielen Dank an Jan Zacharias und die Kollegen von Entelios dafür, dass wir bei euch vor Ort drehen durften. Danke auch an Dennis Bauer vom Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung und den Projektträger Jülich für die Unterstützung bei diesem Projekt. Und vielen Dank an das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das die Copernicus-Projekte ins Leben gerufen hat. Wenn ihr euch das Video zu E-Fuels anschauen wollt von dem anderen Copernicus-Projekt, dann könnt ihr gerne da klicken. Ansonsten, bis nächste Woche, bleibt wie immer neugierig, euer Cedric.